Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grey Matter. So, ihr Lieben, tut mir leid, dass ihr ein bisschen warten musstet. Nun geht es aber hoffentlich regelmäßig weiter. Ich habe, meine Stimme hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber keine Sorge, Tabletten, alles intus. Ich will auch wieder ein bisschen weiterspielen, denn ich möchte ja auch wissen, wie es nun weitergeht. Denn in der letzten Folge, da haben wir mit Dr. Stiles unsere gute, Samantha nun auch wirklich verdächtigt. Wir haben Sachen über sie herausgefunden. Wir haben uns diesen Unfall dort in der im Speisesaal von St. Edmund oder St. Edmund Hall angeguckt. Und ja, soweit auch alles ziemlich cool. Jetzt haben wir herausgefunden, wo sich der Daedalus Club aufhält. Und ja, da gucke ich mich dann gleich auf jeden Fall erstmal um. Erstmal würde ich sagen, wir gehen ins Coffee-Diner-Room. Ein Café? Das kann nicht der Privatclub sein, den ich suche. Okay, hier sollen wir also doch nicht rein. Ja, unsere gute Samantha hat nun als Lady Byron einen Auftritt hier im Daedalus Club. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt nun laufen wird. Ob sie da jetzt wirklich direkt auftreten wird, ob wir dazu gucken können, ob wir überhaupt reingelassen werden, das ist ja noch die andere Frage. Hier ist ein Gentleman an der Tür, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin hier, um die Vorstellung zu sehen. Haben Sie eine Einladung? Ein Erkennungssymbol vielleicht? Ich habe Geld. Das sollte in der Unterhaltungsbranche eigentlich reichen. Ach, bedauere, aber das ist ein Privatclub, Sir. Geld reicht in diesem Falle nicht aus. Wir können ihm das Poster zeigen. Das wäre jetzt so die erste Idee mit Erkennungsding gewesen. Ich bin gekommen, weil ich mir den Auftritt von Lady Byron ansehen will. Sie ist eine Freundin. Ah, jetzt verstehe ich. Wie dumm von mir. Bitte, kommen Sie doch herein. So einfach ist es. Dr. Stiles. Oh, er kennt mich. Warum? Schöner Abend, was? Ja. Soll heute eine gute Vorstellung werden. Interessant wird sie auf jeden Fall. Lady Byron? Alle hier sind schon ganz gespannt. Es heißt, sie habe eine meisterhafte Inszenierung in Oxford laufen. Was für eine Inszenierung? Eine meisterhafte Inszenierung. Und meisterhaft muss sie schon sein, um hier im Club aufgenommen zu werden. Eine Straßenkünstlerin, wissen Sie. Aber nach allem, was ich gehört habe, scheint sie wirklich gut zu sein. Warten Sie. Meine Damen und Herren, als erste Attraktion des Abends präsentiere ich etwas Aufregendes, Unverbrauchtes. Diese junge Künstlerin erobert das erste Mal unsere Bühne. Lassen Sie sich verzaubern, entführen und begeistern von Lady Byron. David, ich meine Dr. Stiles. Sie sind wirklich gut, aber leider wird Ihre Inszenierung nicht wie geplant funktionieren. Was? Hören Sie, ich hätte Ihnen von meiner Zauberei erzählen sollen, aber ich habe mit den Vorfällen nichts zu tun. Wie haben Sie überhaupt, ich meine, woher wissen Sie... Das spielt keine Rolle. Ich weiß es. Und das war's. Ich verstehe, wie das für Sie aussehen muss, aber ich weiß, wer hinter der Inszenierung steckt. Wenn Sie mir zuhören, dann... Ach ja, und Sie sind Studentin St. Edmund Hall für englische Literatur. Ich... Ich muss zugeben, Sie waren clever. Sie haben sogar die Halskette meiner Mutter aufgetrieben, nur um die Stelle zu kriegen. Das Lustige ist, dass tatsächlich etwas in meinem Haus vor sich geht.
Und da kommen Sie mit Ihren lächerlichen Streichen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle. Lächerlich? Wissen Sie überhaupt, wie komplex diese Streiche waren? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Hören Sie auf zu lügen, Sam. Ich habe beim Jugendamt angerufen und einiges über Sie herausgefunden. Ich könnte fast Mitleid haben, wenn Sie nicht versucht hätten, mein Leben zu ruinieren. Und zum heutigen Vorfall. Sie können froh sein, dass niemand getötet wurde. Haben Sie nicht daran gedacht, dass es Verletzte geben könnte? Oder waren Sie so geblendet von Ihrem großen Debüt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ihr ganzes Potenzial. Nur um in einen gottverdammten Zauberclub aufgenommen zu werden. Ich weiß, dass Sie mir kein Wort mehr glauben werden, aber alles, was ich wollte, war Ihnen zu helfen. Mir helfen? Warum sollten Sie? Ich will, dass Sie bis morgen früh mein Anwesen verlassen haben. Dann sehe ich vielleicht von einer Anzeige ab. Ich will Sie nie wiedersehen. Oh weh, oh weh, oh weh. Eieieiei. Das, lief ja nun echt bescheiden. Anders kann ich es leider nicht sagen. Also, ja, ich bin ziemlich sicher mittlerweile, dass Sam, also dass wir kein doppeltes Spiel mit Sam spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, ja, ich weiß auch nicht, dass sie auch Opfer hier irgendwie ist. Ich denke, er ist Angela bisher. Bisher ist so mein Favorit. Aber hey. Daedalus war der Vater von Ikarus und der Erbauer des Labyrinths, in dem Minos den Minotaurus gefangen hielt. Kein Wunder, dass der Club ihn als Namensgeber auserkoren hat. Aber wisst ihr, ich finde es ja schon sehr auffällig, dass Dr. Styles so quasi auf unsere Fährte gelockt wurde. Und das war ja nun einfach auch mal so, weil als er da bei Mephistopheles, bei dem Laden ankam, hing da auf einmal so dieses Dokument, ne, dass wir heute Abend hier auftreten. Das ist schon sehr auffällig, finde ich. Und auch sonst halt einfach. Also, ich weiß noch nicht. Ich fand ihren Auftritt übrigens jetzt gar nicht so spektakulär, um ehrlich zu sein, weil es war jetzt nicht so spannend, ihr dabei zuzugucken, wie sie da irgendwie Vögel erscheinen lässt. Aber gut. Und auch dieses, dass jemand da im Vorfeld direkt zu Dr. Styles kam und... Ich muss zugeben, das hat wirklich Stil, aber... Sieht trotzdem ganz schön bizarr aus. Würde mich nicht wundern, wenn manche Leute den Club für eine Sekte halten. Dass jemand Dr. Styles direkt angesprochen hat, dass auch jemand, der Typ an der Tür auch direkt wusste, wer wir waren. Das fand ich schon ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Wollen wir mal gucken. Gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Sagst du zu jedem Automat das Gleiche? Viele. Ja. Beziehungsweise dasselbe in diesem Fall. Viele. Ich guck nur einmal rum, ich probiere nur eben. Viele. Kann ja sein, dass sie vielleicht zu irgendeinem etwas anderes sagt. Teufelsrätselautomat, das könnte zum Beispiel was anderes sein. Viele alte. Nein, okay. Wahrscheinlich empfindet viele. Sie bei allen. Hüte, Zauberstäbe, Karten. Ich befinde mich wirklich in einem Tempel der Zauberei. Okay. Und hier sagst du wahrscheinlich auch nichts Neues. Viele. Ja. Hüte. Okay. Gut. Die Statuen. Hey! Das sind ja die Requisiten von Houdini. Sie guckt sich die Statuen an und sieht irgendwelche Requisiten, aber gut, okay, warum nicht? Gut, ich glaube, sonst gibt es hier nichts weiter, um ehrlich zu sein. Hüte. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen hoch zum Auditorium. Vielleicht sehen wir ja heute... In diesem Bereich ist die Bühne. Achso, du willst dann nicht... Aber ich bin schon fertig und habe keine Zeit, mir die anderen Auftritte anzuschauen. Okay, ja, dann gehen wir auf jeden Fall raus. Und gucken jetzt einfach mal. Also mal schauen. Ich denke, wie gesagt, wir können jemanden noch entlarven. Ich bin sehr gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Ob das wirklich Zauberei ist oder doch etwas anderes. Da sitzen noch ein paar Gäste. Ist ja auch... Also cool ist sie auf jeden Fall hier, ne? Es könnte zum Beispiel Helena sein. Ganz verkleidet und cool. Aber mal gucken. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich habe gehört, dass heute in Oxford irgendwas passiert sein soll. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber, oder? Unsere Gäste reden schon den ganzen Abend davon.
Aber ich hatte zu viel zu tun, um genau hinzuhören. Können Sie mir sagen, was da los war? Ich? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich doch. Verstehe. So viel Stimmenrecycling, die kenne ich doch auch irgendwoher. Kennen Sie Mephistopheles? Ich suche nach ihm. Vor der Vorstellung habe ich ihn hier noch gesehen. Oh, danke. Okay. Der Barmann weiß nicht, wo Mephistopheles ist. Berühmte Zauberer, schätze ich mal. Auch wenn ich noch nie was von ihnen gehört habe. Berühmte... Voll die schöne Musik mal zur Abwechslung, ne? Also, hat allgemein schon Musik, aber sonst immer das gleiche Thema. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen, was heute in Oxford passiert ist? Haben wir? Ja, ich glaube, wir haben. Geht es um diese UFO-Sichtung? Nein, nein, das war in Schottland. Sie haben eine Schule evakuiert, oder? Terrorgefahr. Das war in London. Ach, dann weiß ich auch nicht. Okay, danke. Kennen Sie Mephistopheles? Haben Sie ihn gesehen? Den Zauberer? Er ist ja schon mal aufgetreten. Ein faszinierender Zeitgenosse. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Nein. Heute ist hier irgendeine maskierte Frau aufgetreten. Die war ziemlich gut. Okay, danke. Sie fanden mich gut. Es macht keinen Sinn, Ihnen weitere Fragen zu stellen. Aber hey, Sie fanden mich gut. Das ist doch schon mal etwas. Also jedenfalls, ich weiß gar nicht, waren wir wirklich maskiert? Ich weiß es so ehrlich nicht. Ach, guck mal, der Türsteher. Eine hübsche Frau, für wahr, mit ihrem rabenschwarzen Haar. Sie wollen kurz Luft schnappen vor Ihrem nächsten Auftritt? Ich habe heute keinen Auftritt mehr. Oh doch, das haben Sie. Wie meinen Sie das? Mhm. Ich bin lediglich ein Bauer in dieser Partie. Ist heute irgendwas in Oxford passiert? Ob etwas in Oxford passiert ist? Netter Versuch, wirklich süß. Und so naiv. Das Komitee mag kein Blut, müssen Sie wissen. Das war ich nicht. Und ich war es natürlich auch nicht. Mhm. Okay, die denken wirklich, ich wäre dafür verantwortlich, wie auch immer. Kennen Sie Mephistopheles? Kennt die Blume den Regen? Kennt der Horizont die Abendsonne? Das interpretiere ich als ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der Club ist wie die Gottheit Janus. Er hat zwei Gesichter. Das eine offenbart sich der Öffentlichkeit, das andere nur den Weisen. Welches sehen Sie? Sie meinen, es gibt einen privaten Bereich? Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Ich muss wirklich dringend mit Mephistopheles reden. Können Sie ihn bitte holen? Nein. Können Sie's? Wie? Sie haben doch gesagt, er ist im privaten Bereich des Clubs. Privilegien kann man sich verdienen für einen Abend oder zwei. Wenn Sie den Test bestehen. Oh nein, nicht schon wieder ein Spiel. Ich muss jetzt sofort mit Mephistopheles reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Also schön. Wo finde ich das Spiel, um in den privaten Bereich des Clubs zu dürfen? Wohin müssen alle gehen? Nach unten. Das gilt es zu verstehen. Und wer sich dort bewährt, dessen Stolz bleibt unversehrt. Ja, vielen Dank auch. Wow, dankeschön für das super tolle Gespräch mal wieder. Aber hey, ich erwarte irgendwie nichts anderes hier von diesen Zauberer-Menschen. Die sind alle so ein bisschen kryptisch. Sieht wie einer dieser alten Wahrsagerautomaten aus, die einem für eine Münze ein wenig an ihrer mechanischen Weisheit teilhaben lassen. Okay, gut, dann ich glaube, wir müssen sowieso jetzt... Lady Byron, sind die Schafe weggelaufen und sie weiß nicht, wo sie suchen soll? Ja, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Okay, was auch immer er mir damit sagen wollte. Ich würde mal sagen, wir gehen beim Café erstmal gucken oder so. Ich weiß halt nicht. Wir haben wahrscheinlich auch, nein, wir haben keinerlei Möglichkeit zu reisen. Das heißt, es fällt auch erstmal flach. Okay, ich muss da drin irgendwas finden. Also es muss im Daedalus Club selbst etwas geben. Ich finde es eigentlich cool, dass er so steht, öffentliche Bar. Aber gut, gucken wir jetzt einfach mal. Ob wir hier irgendwie etwas finden. Berühmte Zauber. Okay. Kann man hier auch noch irgendwie lang gehen? Ich müsste halt, nee, hier, also hier hinten können wir nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal irgendwie. Sieht auch so ein bisschen shady aus, aber egal. Gucken wir jetzt.
muss hier irgendwie was geben. Irgendwas, was ich übersehe. Können wir da hinten nochmal rein? In diesem Bereich ist die Bühne. Aber ich bin schon fertig. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben hier ganz viele Automaten noch. Starte mit Flügeln, aber... Hüte. Sagt immer nur das Gleiche. Hey, das sind ja die Requisiten von Houdini. Das ist das einzige Mal, dass sie irgendwie was anderes sagt. Ansonsten bleibt sie aber... Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Muss ich zaubern? Muss ich tricksen? Muss ich irgendwie was... Muss ich nochmal jemanden fragen? Da ist eine Zeitung. Ah, die hilft mir vielleicht auch mal weiter. Vielleicht sollte ich mal in die Zeitung gucken. Das wäre vielleicht wirklich mal eine sinnvolle Idee. Ich bin zu unaufmerksam, es liegt an der Krankheit. Ich sage einfach, es liegt daran, dass ich krank bin. So, seltsame Ereignisse in Oxford. Um 16.30 Uhr flogen durch den Speisesaal von St. Edmund Hall unsichtbar scheibenförmige Geschosse. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, drei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Keines der Geschosse konnte nach dem Vorfall gefunden werden. Die Polizei geht von einem Hagelschlag aus, doch andere Quellen behaupten, dass es ein nicht so einfach zu erklärendes Ereignis gewesen sei. Es handelt sich um den dritten in einer Reihe von seltsamen Vorfällen, die sich in den vergangenen Tagen auf dem Campus ereignet haben. Und das Polizeipräsidium von Oxford ist ratlos. Oh nein, das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet im Speisesaal? Und wie haben Sie das mit der Diskoscheibe rausgekriegt? Das ist eine sehr gute Frage. Donnerstag, 18. Oktober, die Abendausgabe. Okay... Es macht keinen Sinn. Jetzt muss ich nur überlegen. Der Typ sagt mir auch nichts weiter. Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst... Okay. Zauberer, Wahrsager, Automat mit den Gemälden kann ich auch nicht viel anfangen. Vordere Halle. Ja, das Problem ist nur, in der vorderen Halle gibt es halt nicht wirklich irgendwie was. Ich muss irgendwie in den Privatbereich kommen und ich weiß noch nicht, wie ich das kann. Weil hier ist dicht und ich kann auch nicht reisen. Also reisen ist... So, entschuldigt bitte, da bin ich rausgeflogen aus dem Spiel. Aber alles gut. Also ich bin halt quasi nur einmal auf den Desktop geflogen. Also dementsprechend nicht dramatisch oder so. Genau, ich habe versucht zu reisen. Reisen funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen hier drinnen weitermachen können. Und jetzt werde ich hier drinnen nochmal mir alles angucken, weil irgendwas muss es hier ja geben. Mit den Gästen kann ich nicht reden, mit dem Typ hier vorne auch nicht. Aber irgendwas muss ja funktionieren, weil er hat ja gesagt, es gibt einen privaten Bereich. Es macht keinen Sinn, Ihnen. Okay. Es gibt einen privaten Bereich, hatte er gemeint. Der Barmann weiß nicht. Das sind nur die berühmten. Berühmte. Ja. Berühmte. Ich aktiviere lieber alles vorsichtshalber einmal. Also lieber alles einmal kurz antippeln. Na komm, Sam. Gucken wir einfach mal. Irgendwas habe ich übersehen. Gucken wir hier nochmal in der vorderen Halle. Irgendwas werde ich hier finden. Mama hat den Automaten. Dafür habe ich keine Zeit. Ja, nee, sie sagt wahrscheinlich wieder überall, dafür habe ich keine Zeit. Aber irgendwas muss es hier ergeben. Irgendwo ein Geheimgang dafür oder irgendwie so. Ich hatte die Statuen, waren es leider auch nicht. Obwohl eine halt sagt, dass hier der Stuff von Houdini ist, aber das bringt mich halt auch nicht wirklich weiter, von daher, Dafür habe ich... Ja, nee. Ah, warte mal. Oh, warte doch. Hier, Dafür habe ich... Sieh mal einer an. Der Teufelsrätselautomat. Auf einmal ist er aktivierbar. Ah, Himmel. War es nicht irgendwas mit Hill? Okay. Naja. Den muss ich wahrscheinlich bekommen. Okay. Den fände ich eigentlich ganz gut, ihn hier. Aber ich glaube, ich muss in die Hölle runter. Ich muss ja runter quasi.
Das ist, glaube ich, der Limbo, das ist die Hölle am ehesten. Ja. Was muss ich jetzt hier machen? Ah. Geschafft. Okay. Hey, was zum... Okay, jetzt wird's mega weird. Einfach nur gerade. What? Sieh mal einer an. Wir mussten das anscheinend im richtigen Moment anhalten. Ich hab's gar nicht gerafft, wo das der Hebel überhaupt da ist. Aber hey, wir haben es immer geschafft. Sieht aus wie ein Flügel. Vielleicht ist es auch ein Cembalo. Wie romantisch. Total. Sieht aus wie ein Flügel. Informationskästchen. Da ist Mephistopheles, oder? Ihre Hände sehen komisch aus. Oder auch nicht. So, als würden sie etwas halten. Sie hätten wahrscheinlich alle Karten. Ihre Hände. Die sehen so aus, als würden die Karten halten. Wow. Cherchez la femme. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ja. Ich glaube, das heißt so viel wie suche die Frau. Ja, das hätte ich jetzt auch noch übersetzen können, Samantha, wow. Offensichtlich muss ich mich nach einer Frau umsehen. Okay, dann, meine Lieben, würde ich mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Grey Matter. Ich mache ein bisschen früher Schluss, einfach weil ich noch nicht stimmlich so ganz da bin. Ich hoffe, das ergibt sich die nächsten Tage. Mit meinen tollen, betäubenden Halsschmerztabletten wird das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Grey Matter wieder. Bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.